Hallo Leute, im letzten Video habe ich gezeigt, wie ich das RC-Auto Tamo 3 zusammenbaue. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann klickt auf die Infokarte. Alles, was ich gekauft oder von Zingiverse heruntergeladen habe, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Dieses Auto funktioniert gut. Leider sind schon öfter die Kardangelenke und noch andere schwächere Teile kaputt gegangen. Vielleicht liegt es daran, wie ich fahre. Aber nee, ich fahre eigentlich ganz harmlos. Ich beschloss, diese Teile neu zu konstruieren und zu drucken. Ich habe im Prinzip die Schwachstellen einfach verstärkt. Hier sieht man nochmal den Unterschied vorher-nachher. Bis jetzt sind die verbesserten Teile nicht mehr gebrochen und damit bin ich auch zufrieden. Und so lief das Auto schon wieder. Aber ich fand, dass der Motor zu schwach war. Es ist ein kleiner Drohnenmotor mit 930 kW. Er hat nicht genug Drehmoment, um das Auto so zu beschleunigen, dass es mir gefällt. Deshalb kaufte ich mir einen neuen, stärkeren. Dieser kann mit 3S und 60 Ampere betrieben werden. Das sind ca. 1200 Watt. Mit 330 kW müsste es reichen. Leider passte er nicht gleich hinein. Ich musste die hintere Differentialbox ein bisschen ändern. Um das erste Zahnrad auf dem Motor zu befestigen, schliff ich eine Scheibe so zu, dass sie dank einer abgeflachten Seite nicht durchdrehen kann. Das Zahnrad befestigte ich mit Kleber und zwei kleinen Schrauben. Der Bohrer ist nur dafür da, um alles zu zentrieren. Das Ganze war zu lang und ich musste das Zahnrad kürzen und die Scheibe nochmal daran befestigen. Die Motorhalterung habe ich aus einem Standardwinkel hergestellt. Der Motor wurde daran befestigt und das Zahnrad einfach auf die Achse geschoben. Wie man es hier erkennen kann, sind schon zwei von vier Kardangelenke kaputt gegangen. Dieses Problem behandle ich aber später. Sehr schnell ist das kleine Zahnrad gebrochen. Also zeichnete ich eine verbesserte Version und schraubte die Scheibe darauf. Bis jetzt ist es nicht wieder gebrochen. Jetzt klebe ich mit doppelseitigem Klebeband die Elektronik fest. Die Akkus verbinde ich mit Kabelbindern am Chassis. Repariere ich die Kardangelenke. Meine erste Idee ist, die Kardangelenke komplett wegzulassen und sie durch eine durchgängige Welle zu ersetzen. Diese druckte ich mit DPU, ein flexibler Kunststoff, aus. In der Theorie war es voll gut, doch in der Praxis stellte sich heraus, dass ich vieles nicht gedacht hatte. Wegen des weichen Plastiks kann sich die Achse der Räder leicht verbiegen.
habe ich erstmal einen Test gemacht. Doch nach kurzer Zeit ist das Teil an der Biegstelle durch Scherkräfte gerissen. Die zweite Idee war, die Kraft mit einem Drahtseil einer Fahrradbremse zu übertragen. Mit Lüsterklemmen klemmte ich den Draht fest. Doch das war auch nicht die perfekte Lösung. Nach dem ersten Test sind die Drähte aus den Lüsterklemmen sehr schnell rausgeflogen. Mein nächster Gedanke war zu schauen, wie dieses Problem beim nächsten Modell, also beim Tamo 4, gelöst wird. Seine Idee habe ich dann übernommen und so gezeichnet, dass es von den Maßen her im dritten Modell reinpasst. Leider merkte ich später, dass diese Teile nur hinten reinpassten. Die Muttern dienen dazu, die Räder fester anzuziehen. So eiern sie dann viel weniger. Die Plastikverbindung hat einfach gestört. Deshalb ab damit. Natürlich kann nicht alles nach dem ersten Versuch funktionieren. Ich glaube, dass es deswegen gebrochen ist, weil die Kardanmitte sich nicht mit dem Gelenk fluchten ließ. Dem x-ten gebrochenen Teil entschied ich mich, die Elemente nochmal zu verbessern und sie mit ABS auszudrucken. ABS ist wirklich nicht leicht zu drucken, deshalb auch das Klebeband. Aber dass das PTFE-Schlauch abgeht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Den Bolzen, der aus Plastik kaputt gehen würde, schliff ich aus einem dicken Nagel. Natürlich muss man alles einfetten. Thingiverse fand ich eine passende Karosserie. Ich klebte die Fenster ab, bevor ich sie mit grauer Farbe färbte.
Wegen der Druckschichten ist die Farbe unter das Klebeband gelaufen, aber mich stört das nicht. Ich weiß nicht, was sich der Designer gedacht hat, ich habe es aber nicht geschafft, die untere Schrauben einzudrehen. Stattdessen nahm ich Kupferdraht. Die Halterung schweißte ich mit einem Feuerzeug auf die vordere und hintere Differentialbox. Ich glaube, dass es auch so besser hält als kleben. So sieht alles sehr gut aus, aber ich habe vieles nicht gezeigt. Beim Filmen ist das Auto dreimal kaputt gegangen und ich musste so oft Plastikseile nochmal drucken, sodass viel Müll entstanden ist. Deswegen empfehle ich euch nicht das Damo 3 zu drucken, sondern gleich das vierte Modell. Ich habe es noch nicht getestet, aber nach dem was ich gesehen habe, scheint es besser durchdacht zu sein. Ich werde es mir sicher noch vornehmen. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!